Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Yes, ich muss mal kurz die Tasse richtig abstellen, nicht dass die hier umkippt. So, und es geht weiter hier in British Columbia in Nationalpark Nordspitze. Und wie ihr seht, wir haben einen gelben Tatra hier. Und schaut euch mal die schicken neuen Reifen an. Yes, ich habe mir nämlich endlich mal ein bisschen die neuen Reifen angeguckt, beziehungsweise bei Steam, bei dem Tire Guide, hat einer in die Kommentare gepostet, welche Werte die haben. Und wir laden eben kurz mal zwei Ersatzteile schon mal. Und Warnleuchten aktivieren, ihr den Kanal abonnieren. Und es geht los. Alter, das habe ich schon an. Genau, denn wir wollen hier einmal die ganzen Feldstürze beseitigen heute. Und ich habe extra auch den Tatra genommen, weil er da oben ein bisschen Reparaturpunkte und Tank hat. Denn wir versuchen uns gleich noch den Mac zu holen. So, und der erste Feldsturz, den wir beseitigen müssen, der ist hier direkt neben der Werkstatt. Genau, und ich glaube, die Aufträge für die Feldstürze und für eine Brücke, die habe ich mir einfach so geholt. Also off-camera, mit dem Mudbandit bin ich einfach hingefahren. Einfach nur, um zu sehen, was wir da brauchen. Genau, und ja, genau, ihr seht, neue Reifen, das sind die JAT MHS 4 Reifen, die sind theoretisch für Offroad etwas schlechter als die MHS 1 und DMHS, die der Tatra hat und die auch der Azov hat, allerdings sind sie bei Matsch um einiges besser. Also in Zahlen heißt das bei Offroad. Aber Moment. Steigen wir gleich drüber. Erstmal gibt es nämlich hier einmal Ersatzteile. Yes! Jetzt kannst du hier durchfahren. Ausgezeichnete Arbeit. Yes. Sehr schön. Das können wir durchfahren. Machen wir aber nicht. Denn wir wollen in die andere Richtung. Wir wollen noch hier den Feldsturz beseitigen. Und dann fahren wir hier weiter zum festgefahrenen Truck. Das müsste nämlich der Mac sein. So wie ihr mir das auch schon in den Kommentaren geschrieben habt. Genau. So, die Reifen in Zahlen heißt das. Die MHS 1 und DMHS, die der Tatra und der Azov normalerweise haben. Die sind bei Offroad und bei Schlamm sind die jeweils bei 2.0. Und jetzt sind die hier. Die MHS 4 sind bei Offroad und Schlamm sind bei 1,8 und bei 2,6. Also um 0,2 schlechter bei Offroad. Macht ja aber nicht ganz so viel aus, würde ich sagen. Und dafür aber um 0,6 besser im Schlamm. Also, ja, können wir vielleicht gebrauchen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so lange rückwärts gefahren bin in dem Spiel. Aber was soll's? Ich mag das Piepen. Und was ich auch mag, ist die Hupe vom Tatra. Ah, ich mag. Allgemein finde ich den Tatra super. Ich mag den sehr gerne. Ich mag das auch mit dieser Pritsche und so weiter. Der sieht so richtig schön oldschool aus. Hattet ihr mir auch geschrieben in den Kommentaren. Ist, glaube ich, ein alter. War kein russischer Truck, sondern ein ukrainischer Truck, kann das sein? Oder sowas? Irgendwie so? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. So, aber wir gehen mal in Lastengang mit Differentialsperre. Und dann sehen wir, der kommt hier auf jeden Fall sehr gut voran. Yes. Ist auch ein ziemlich guter Truck. Mag ich auch echt gerne. Habe ich eine ganze Zeit lang. Ich glaube, der war das, ne? Dass es den im DLC gab. Habe ich eine ganze Zeit lang in der Werkstatt gehabt. Von Anfang an. Weil ich mir ja das Spiel damals dann gleich schon mit ein paar DLCs und sowas geholt habe. Das war da alles im Angebot, glaube ich. Und da habe ich den halt nie benutzt. Und am Anfang verkauft. Und ich glaube, so richtig benutzt haben wir den erst, als ich in Thailand war, glaube ich.
Bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich den schon mal vorher ausgepackt habe. So. Und hier vorne ist ja, ja, der Sumpf. Und der Auftrag heißt ja auch irgendwie ab durch den Sumpf oder sowas. Für den Feldsturz da hinten. So, wir gehen wieder in Lastengang mit Differentialsperre. Ich gehe mal in Lastengang Plus. Mal gucken, ob das ein bisschen schneller geht. Ich glaube ja. Ich glaube, wir sind ein bisschen schneller. Bin mir nicht ganz sicher. Und wisst ihr, was ich auch schon lange nicht mehr gemacht habe? In der Innenansicht fahren. Yes, dabei ist die doch so hübsch hier. Auf jeden Fall. ich wollte gerade sagen, hübscher als im Kenworth W990. Aber ist es halt leider auch, meiner Meinung nach. So, das ist hier nämlich alles. Ja, ist glaube ich auch ein bisschen Hartplastik und so, aber das meiste ist halt Metall. Und es hat so einen Oldschool-Charme. Mit den ganzen Instrumenten. Also, ja, der Kenworth W990, der, ja, der kommt einfach nicht gut weg bei mir. mal gucken, ob wir den denn nochmal benutzen werden. Also, ich will's ja eigentlich, aber wir müssen noch den richtigen Auftrag dafür finden. So, da können wir einmal Verfolgung starten und dann können wir, ja, genau. Dachverwaltung, genau. Ersatzteile. Bam. Sehr gut. Du musst durch die Sümpfe gehen. Genau, so hieß der Auftrag. Gut gemacht. Keine Umwege mehr durch die Sümpfe. Das stimmt. Die Sümpfe sind nämlich da hinten. Da sind wir auch durchgefahren. Letzte Folge, vorletzte Folge? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube vorletzte Folge, ne? Ne, letzte Folge. Da sind wir auch mit dem Twinstie und sowas durch, ne? Mit dem Pleatster. Genau, da haben wir ja erst die Werkstatt aufgebaut. Für mich ist das schon wieder 1,5 Wochen her oder sowas, weil ich das ein bisschen vorproduziert hatte. So, Differentialsperre müssen wir kurz ausmachen. Genau, ansonsten werde ich auch noch, ja, versuchen, diese Woche vorproduzieren für die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr. Denn da habe ich frei, gezwungenermaßen. Eigentlich wäre ich arbeiten gegangen. Aber da kann ich mittlerweile, glaube ich, auch drüber schnacken. Ist eigentlich kein Problem. Versuche noch ein bisschen was zu trinken. Wenn es nicht zu heiß ist. Nee, das geht. Ich habe für eine Firma gearbeitet, die im Hafen Containerbrücken wartet. Beziehungsweise wartet und auch den Entstördienst macht. Und ich war im Entstördienst. Also Fehlersuche und was auch immer. Den Kran am Laufen halten. Ja, und wir waren halt die Konkurrenzfirma. Jetzt die letzten 5 Jahre. Für eine Firma, die im Hafen ansässig ist. Und die halt die Preise immer hochgetrieben hat. Und wir sollten dann dahin kommen als günstigere Alternative und dann dementsprechend auch die dazu zwingen, mit dem Preis ein bisschen runter zu gehen. So wurde mir jedenfalls gesagt. Ja, und wir waren eigentlich recht erfolgreich und so weiter. Allerdings, dadurch, dass es im Hafen ist, ist es halt so ein offizielles Ding und so weiter. Und dann gibt es halt immer eine Ausschreibung. Und die Ausschreibung... Oder in der Ausschreibung wurden wir unterboten. Deshalb endet unser Auftrag Ende des Jahres. Keine Sorge, ich bin natürlich versorgt. Ich komme woanders hin und arbeite da. Auch im Hafen, lustigerweise. Aber was genau, werde ich noch nicht sagen, beziehungsweise werde ich nicht sagen. Ja, und ab Mitte Dezember übergeben wir schon alles an die andere Firma, also den Entstördienst und so weiter. So, ich tanke hier nochmal kurz auf, vorsichtshalber, ich weiß nicht, wie viel in den Mac reingeht,
Vielleicht müssen wir auch mal ein bisschen was vom Tank spenden, sozusagen. So, können wir hier eigentlich auch über den Dings fahren? Ja, das ist kein Problem. Und dann müssen wir irgendwann nach rechts hier. Ich glaube, wir fahren hier am besten über diese Inseln, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist ganz gut. Genau, und ja, dementsprechend, normalerweise hätten wir, oder hätte ich, Frühschicht und dann noch Nachtschicht, Ende des Jahres, aber das fällt alles weg. Wir machen dann ein bisschen Tagschicht und die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr, die habe ich dann frei. Genau, deswegen wollte ich vorproduzieren ein bisschen. Und dann den Urlaub noch ein bisschen genießen. Das Gute ist dann halt auch, dass ich an Weihnachten nicht arbeiten muss und am zweiten Weihnachtsfeiertag auch nicht. Das heißt, ich kann zu meiner Mutti fahren und Weihnachten genießen und so weiter. Das ist auch, hat alles auch sein Gutes. Ist ja nicht so wild. Ist sowieso nicht so wild, weil ich schon wieder untergebracht bin. Bei der nächsten Baustelle. So. Jetzt ist die Frage. Ach so, nee. Eigentlich wollte ich hier lang fahren. Ich weiß nicht, ob das hier vorne vielleicht nicht zu tief ist. So, den Baum kriegen wir auf jeden Fall klein, hoffentlich. Oh. Das gefällt mir nicht. Also umkippen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Dann fahren wir einfach wieder zurück. Genau, weil da ist dieser große Stein. So, da vorne können wir aber auch lang fahren. Ja, das ist halt das Ding. Aus der Fahrerperspektive hat man das gar nicht so gut gesehen, dass man hier lang kann. Oder ich habe nicht drauf geachtet, weil ich gelabert habe. Das kann auch sehr gut sein. So, aber wir können ja jetzt wieder reinschalten. Ja. Geht das ja einigermaßen. Ist ja einigermaßen flach. So, wir gehen in Lastengang mit Differentialsperre. Das sollte hier eigentlich funktionieren. So. Hier sind auch ein paar Steine und Wurzeln. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, wir kommen hier trotzdem ganz gut durch. Yes. Naja, auf jeden Fall ist es der Grund, warum ich dann versuchen werde, jetzt diese Woche ein bisschen vorzuproduzieren. So, jetzt sind wir aufgefahren und kommen nicht mehr weiter. Obwohl wir Differentialsperre anhaben. Aber sind wir jetzt mit allen Reifen in der Luft, oder was? Ja, auf dem einen Stein. Abgefahren. Nun gut. So, da vorne ist er. Der krasse neue Truck. Den werde ich dann auch ausgiebig testen müssen. Leider haben wir jetzt keine Lieferung mehr auf der Majusz-Teststrecke. Also, Stiftung Majusz-Test können wir dann nicht mehr machen. So. Achso, ich muss dann von hinten da dran fahren, ne? Und den Auftrag annehmen. So, Automatik. So. Und wenn wir dann jetzt hier rückwärts fahren ein bisschen, dann können wir hoffentlich direkt am Mac dran vorbei. Ja. Na komm. Sehr schön. So. Dann schauen wir mal. Langstreckentransport. Kumpel, hilf mir. Mein Truck ist auf dieser schlechten Straße stecken geblieben. Ich muss ihn herausholen und reparieren lassen. Ich wäre dankbar für Hilfe. Yes. Machen wir. Verfolgung starten. Natürlich. So, was müssen wir machen? Erstmal reparieren und auftanken. Und danach wahrscheinlich irgendwie
So, da, Mac Defense M917 heißt er. So, wie viele? 106 Temperaturpunkte. Das ist ja easy. Guck mal, können wir theoretisch mit dem Gepäckträger noch den anderen Truck reparieren, glaube ich. So, und nachtanken müssen wir auch vom Gepäckträger zum Mac Defense. Und das war's. So, und was müssen wir jetzt machen? Lieferung zum östlichen Servicezentrum. Okay, also wir müssen den jetzt auch noch abschleppen. Zum östlichen Servicezentrum. Wo ist das? Da. Also bei uns zur Werkstatt. Ja, und da zum Anhängershop. Okay, okay. Das ist ja aber schon eine ziemliche Strecke. Aber ich glaube, dadurch, dass wir ihn repariert haben und so weiter, kann er dann ja auch Gas geben, oder? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es jedenfalls. Aber werden wir jetzt gleich sehen. So, ich muss mal hier ein bisschen rückwärts fahren. Und dann hier wieder zurück. Ich glaube, die Strecke, die wir gekommen sind, das ist eigentlich ganz okay. Das sollte machbar sein. Denke ich mal. Mit dem Mac. Mit dem Big Mac. So. Aber schauen wir mal. So, Winde anbringen. Ich mache das mal hier mit der Maus. Hä? So, genau. Da vorne. Yes. Motor startet. Sehr schön. So, ich ziehe ihn nochmal ein kleines bisschen näher ran. So. Aber ich glaube, der Mac sieht kompetent aus, oder? Also er wirkt auf jeden Fall so. Ist auf jeden Fall ein schicker LKW. Sieht eigentlich ganz cool aus. Oh, ich steuere direkt hier auf die Steine zu. Das muss nicht sein. So. Also eigentlich ein hübscher LKW. Mal gucken, ob der was drauf hat. Ob man den gebrauchen kann. Ob der Allradantrieb hat. Schon wieder ein Seitenhieb zum Kenworth. So, jetzt sind wir schon wieder auf demselben Stein aufgefahren. So, ich muss mal kurz befreien. Na komm. Jawohl. Das ist aber auch ein echt doofer Stein. So, dann machen wir die Winde nochmal dran. Ja, machen wir da dran. So, dann ziehen wir uns mal ein bisschen, sogar den Mac ein bisschen dran. So, und jetzt müssen wir ihm wahrscheinlich hier auch über den Stein helfen, oder? Oder ist der höher gelegen als wir? Ui, wo fahre ich denn überhaupt hin hier? Komme ich da durch? Na komm. Ich fahre nochmal ein bisschen rückwärts. Da habe ich nicht drauf geachtet. So, und ich glaube, Mack Trucks gibt es auch in echt, habe ich, glaube ich, gesehen. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Genauso wie auch die Kenworth Trucks und die Pacific Trucks zum Beispiel auch, die sehr, sehr cool sind. Ich mag die sehr gerne. Hat, glaube ich, Wasserschaden gekriegt. So. Wir gehen wieder in Lastengang mit Differentialsperre. Ui. Ja. Oh, das ist aber nicht so gut. Das scheint hier nicht so gut zu klappen mit dem Mac. Da sind wir zu viel. Zu krass im Schlamm, glaube ich. So, wir versuchen mal rauszukommen. Dann versuchen wir hier mal ein bisschen. Oder fährt er da gegen Wurzeln gegen oder sowas? Das kann natürlich auch schon wieder sein. Das ist ja. So. Versuchen wir mal hier ein bisschen nach rechts zu fahren. Oh, ist aber echt ziemlich schlammig hier. So, und da vorne sind Bäume. Wir nicht umfahren können.
So, ich versuche jetzt von hier aus mal den Mac hier rüber zu ziehen. Handbremse. Sehr schön. Ja, das klappt sogar. Die Frage ist nur, ob das gleich noch mit uns klappt hier. Ein bisschen hin und her wiggeln, weil ansonsten haben wir uns ein bisschen eingegraben. Das ist natürlich auch nicht schön. So, jetzt fahren wir wieder schön auf den Stein auf. Oh Mann, oh Mann. So. Na komm. Fahr über den Stein drüber, bitte. Okay. Das ist echt. Also Steine sind hier jetzt gerade meine Erzfeinde. Dass hier aber auch so große Felsbrocken liegen müssen, das ist ja unmöglich. So, aber wir sind zum Glück gleich an der Straße. Und von da sollte das ja einigermaßen gut klappen. Ah, und der fährt jetzt aber auch gegen den einen großen Felsen dagegen, ne? Ah, jetzt ist er drauf gekommen. Sehr gut. Sehr schön. So. Genau. Und hier fahren wir einmal drauf, wenn es geht. Eigentlich ist der Wendekreis eigentlich viel zu klein. So. Aber ich kann den Mac ja gleich ein bisschen ziehen. Zu der Seite und dann kriegt er die Kurve, glaube ich, auch ein bisschen besser. Yes, das sieht doch ganz gut aus. Sehr schön. Jawollo. Dann ballern wir hier mal langsam hoch. Ich weiß gar nicht, den Zeitsprit brauchen wir gar nicht. Ja, doch, komm. Geht dann doch ein bisschen schneller. Oh, apropos Differentialsperre. Da habe ich heute lustigerweise, oder zufälligerweise, ein echt cooles Video gesehen. Kleine Erklärung, ein Truck, der dann, also hinten die zwei Achsen. Ich weiß nicht, ob beide angetrieben waren oder nicht. Aber der steckte fest im Schlamm. Und die hintere hat auf jeden Fall gedreht die ganze Zeit, die vordere nicht. Hatte wahrscheinlich zu wenig Power oder sowas. Dann hat einer so einen relativ langen Holzstamm zwischen die beiden Räder gepackt, zwischen die Reifen. Und das hat dann sozusagen wie ja so ein Zahnrad funktioniert oder fungiert. Und hat dem dann sozusagen eine hausgemachte, selbstgemachte Holzdifferentialsperre verpasst. Sodass das vordere Rad dann sich auch gedreht hat. Also, das fand ich auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall kreativ und es hat auch geholfen. Also, der Truck ist dann aus dem Schlamm rausgekommen. Das fand ich auf jeden Fall echt cool. Ist mir gerade so eingefallen wieder. Weil ich auch hinten die zwei Achsen gesehen habe. Das sieht auch original so aus wie im Video. Ja. Super lustig. Ich krieg jetzt sowieso bei Instagram so öfter Offroad-Videos vorgeschlagen. Und von Trucks und so weiter. Weil ich da jetzt auch einem Channel folge. Ich weiß nicht, wie der heißt. Jetzt gerade aus dem Kopf, der halt Videos von den Pacific Trucks auch zeigt und so weiter und auch von anderen Trucks, die dann halt richtig lange Holzstämme fahren und so weiter. Also das sieht halt auch manchmal echt krass aus, wie viel die da laden. Also in Deutschland wäre das nicht zulässig, glaube ich. Und ja,
auf was für Straßen die da unterwegs sind. Das ist echt krass. Also das ist wirklich SnowRunner in real life. Und ich muss sagen, da hätte ich auf jeden Fall Pipi in der Hose, wenn ich da fahren müsste. In echt. Mit so einem Truck. Wo dann auch der Weg so richtig eng ist. Dann auch noch Schotter. Dann auch richtig krasse Kurven. Und wenn du zu weit außerhalb der Kurve fährst, ist da halt einfach ein Graben, der irgendwie, weiß nicht, 10 Meter tief ist oder sowas. Also hier so ein Abgrund oder so. Wo du da runterfällst. Also, das ist schon echt krass. Da mache ich lieber meinen Job im Hafen da. Ist auch gefährlich, aber anders gefährlich. Und ich meine, im Endeffekt, man kann ja immer noch zurücksetzen und so weiter und sich Hilfe holen und, weiß nicht, einen Aufpasser holen oder keine Ahnung, was der dann guckt, ob man richtig fährt, ob man gut fährt und so weiter. Und wenn man sich das nicht zutraut, dann muss man das halt langsam machen und so weiter. Ist ja überall das Gleiche. Das kommt dann auch, man kriegt dann ja auch immer mehr Erfahrung und traut sich auch immer mehr zu und so weiter. Und ich glaube, das ist bei dem Job dann auch nicht anders. So, bei uns geht schon die Sonne langsam unter, aber wir haben auch schon gut was hingekriegt. Also 2 Feldstürze und den Mac holen wir uns gerade. Bin ich mal auch gespannt, was der so alles hat an Aufbauten und so weiter. Und ob der Allrad hat oder nicht. Aber ich glaube ja. Aber hey, ich will es nicht sicher sagen, weil ich weiß es nicht. Ich habe auch, als Season 10 rausgekommen ist, habe ich nur einmal den großen Kenworth gesehen, den 963. Und ansonsten den Mac. Habe ich gar nichts von gesehen. Deswegen weiß ich überhaupt nichts über den. Deshalb wird das auf jeden Fall ganz cool. Den mal in der Werkstatt zu haben. Und mal zu entdecken, was bei dem so abgeht. Oder was mit dem so abgeht. Beim, naja, so in, aber ist das Oliv, Grün, in dem Grün auf jeden Fall. Sieht das schon nicht schlecht aus, aber weiß nicht, ich mag das ein bisschen fancier. Mal gucken, was für Lackierung der drauf hat. Ich meine, man sieht es halt auch an dem Tatra. Ich habe ihn jetzt mal gelb gemacht. Irgendwie fand ich das mega cool. Vor allem ja, die Glühbirne. Da geht mir ein Licht auf. Yes, so. Und ganz ehrlich, wenn wir hier gerade schon vorbeifahren an dem Auftrag, können wir den eigentlich auch gleich reparieren. Ich hoffe nur, wir müssen den nicht auch noch abschleppen. Den kleinen, weiß gar nicht, war das ein SIG? Ich glaube, das war auch ein SIG, oder? So. Mal gucken, reparieren. Gepäckträger. Nee, International Transstar. Ah, ja, genau. Den hatten wir auch mal. Aber der hat auch, glaube ich, kein Allrad, ne? Leider. So, und nachtanken vom Gepäckträger zum International Transstar. Sehr schön. Also das haben wir auch. Ja, anscheinend müssen wir den auch noch abschleppen. Na gut, dann ist es so. Aber dann machen wir das ein anderes Mal. Aber repariert haben wir ihn wenigstens schon mal. Das ist auch ganz gut. So. Ist mir gar nicht aufgefallen so richtig. Der Mac hat ja hinten 3 Achsen. Abgefahren. Ha, dann hoffe ich wirklich, der ist cool. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den Mac findet.
hab schon gelesen, dass ihr den auch schon für den Transport... Na komm. Yes. Das wollte ich erreichen, dass es einmal durch den Boden fällt. Ich kenne auch meine Snowrunner-Bäume. Habt ihr mir auch schon geschrieben, dass ihr den Mac für den Bootsschwertransport benutzt habt. Aber da würde ich eigentlich gerne den Kenworth nehmen. Das wäre halt so nochmal so ein kleiner Test für den. Weiß nicht, irgendwie will ich... Ich will ja auch, dass der Truck gut ist. Ich meine, er sieht ja auch cool aus von außen. Von innen gefällt er mir halt nicht ganz so. Ist halt Hartplastik bis zum Abwinken. Und irgendwie, das ist Tau. Irgendwie, der Bildschirm ist groß, aber die Anzeige davon ist irgendwie so mega klein. Ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber naja, keine Ahnung. Ich will ja eigentlich auch, dass er gut ist, der Truck. So, sind wir hier überhaupt richtig? Ja, sind wir. Und dann müssen wir da noch ein bisschen weiter. Genau. Ich habe übrigens... Ich hatte mir vor... Irgendwann dieses Jahr, ich weiß nicht, Anfang des Jahres oder sowas, habe ich mir ein neues Pad geholt. Ein Xbox Series X Pad oder Series S, was auch immer. Das neue Xbox Pad. Und ich habe jetzt schon Stick Drift am linken Stick nach oben und nach unten. Ich habe den auch schon auseinandergestaubt mit Druckluft und so weiter bearbeitet. Hat erstmal ein bisschen funktioniert und jetzt ist, weiß ich nicht, gefühlt nach, weiß nicht, 2 Tagen oder sowas schon wieder da. Also bin echt ein bisschen enttäuscht. Kann ich sagen, ich habe noch ein Xbox 360 Pad, was ich vorher halt immer benutzt habe, auch für SnowRunner. Ey, das hatte ich. Wie lange habe ich das denn jetzt? Wann ist Dark Souls 1 rausgekommen? 2009? Irgendwie sowas. Seitdem hatte ich das auf jeden Fall schon. Und da habe ich ein einziges Mal... da hatte ich auch ein bisschen Stick Drift. Und da habe ich ein einziges Mal einen Stick rausgelötet und von einem anderen Xbox-Controller, von dem alten, eingelötet. Und ja, der funktioniert jetzt immer noch. Das heißt, ich werde wahrscheinlich wieder zurück auf den wechseln müssen oder so. Oder, naja, ich baue den auf jeden Fall nochmal auseinander und versuche nochmal, den irgendwie zu reinigen. Oder bei der Switch hatte ich das auch, Stick Drift, bei den Joy-Cons. Da hatte ich das auch zuerst mit Reinigen versucht, hat es aber auch nicht wirklich gebracht. Und dann hatte ich nochmal mit Kontaktspray da nochmal ein bisschen was gemacht. Und dann ging es eigentlich auch. Mal gucken, vielleicht muss ich da auch nochmal mit Kontaktspray ein bisschen was machen. Oder vielleicht auch einfach mal, weiß nicht, die Lötstellen. Ja, die Lötstellen können es eigentlich nicht sein. Ich glaube, wenn, dann sind das wirklich die Potentiometer, die da drin sind. Aber mal gucken. Ich versuche es nochmal mit Druckluft. Und zur Not habe ich noch das alte Gamepad. Das geht auch noch. Ist natürlich sehr ärgerlich, weil... Ey, da hast du ein neues Pad gekauft und nach einem halben Jahr... hatte schon Stick Drift, also... So soll es eigentlich auch nicht sein. So. Und... Jawohl, da haben wir es. Langstreckentransport. Wir sind bei der Werkstatt angekommen. Klasse, jetzt ist der Truck in guten Händen. Yes. Als Belohnung kriegen wir natürlich den Truck. Mac Defense M117. Sehr schön. So, Motor aus. Und wir... Hä? Können wir gar nicht, doch da. Truck wechseln. Wollte gerade sagen.
So, ich hab's gerade schon gesehen. Aldat ist immer an. Yes! Sehr schön. So, was ist das denn? Nur ein Lastengang und Lastengang minus. Kein Lastengang plus. Okay. So, Differentialsplitter hat er auch. Sehr cool. So, jetzt kommt noch einer der wichtigsten Tests. Ja. Kann man machen. Ist eine ganz gute Hupe. So. Ja. Hartplastik, aber ist das da so Holz? So ein bisschen so aus. Moment mal. Ich stelle einfach mal auf morgens. Dann sieht man es besser. Nee, das ist kein Holz. Das ist auch Plastik. Na gut, na gut. Sieht aber besser aus als der Kenworth, muss ich sagen. Gefällt mir mal einiges besser. Ja, sehr cool mit den ganzen Anzeigen und so weiter. Da mit so einem kleinen Wi-Fi. Ah, okay, okay, okay. Keyboard-Settings und sonst was. Mann, Mann, Mann. Ich würde sagen, gucken wir den mal in der Werkstatt an. Yes. So. Und da sind wir in der Werkstatt. 350 hat er auf jeden Fall im Tank. Wir klicken mal auf Individualisieren. Mal gucken. So, Motoren. So, wir sind bei A minus A und B. Der ballert schon mal, ja, von V6 auf V8. Natürlich. 2 Liter mehr Hubraum auch. Ja, der ballert natürlich ein bisschen mehr. Na, geht direkt hoch auf S und A plus auf Haltbarkeit. Natürlich, Spritverbrauch leidet ein bisschen drunter, aber von B auf B minus. Kein Problem. So. Und Fuel Miser, British Columbia, Nordamerika. Also wir müssen auf jeden Fall noch einen Motor finden, aber der ist theoretisch schlechter. Aufgerüstete Version des MCV8, bla bla bla. Motors, die es in Sachen Leistung mit dem Vorgängermodell aufnehmen kann, gleichzeitig aber effizienter im Verbrauch ist. Also bei Spritverbrauch tut sich eigentlich nichts. Ist vielleicht nur minimal. Aber ja, dafür leidet aber Leistungsgewicht und Haltbarkeit. Naja, weiß ich nicht, ob das so cool ist. So, Universalgetriebe, wir machen Offroad rein, dass wir auch noch einen Lastengang plus haben. Das macht ja auch, ja, macht schon Sinn. Ich würde sagen, bei dem schon. So, Federung. Wir haben Standard, wir haben erhöht, ein bisschen höher, und wir haben aktiv. Das heißt, dass wir immer umschalten können, hoch und runter. Ich gehe mal auf erhöht, weil ich hatte schon mal mit dem, oh Gott, wie hieß er denn? Mit schon mal mit einem Truck. Der Ankh war das, genau, der Ankh Civilian. Da gibt es ja auch diese aktive Federung. Da hatte ich ein bisschen schlechte Erfahrung mitgemacht. Die ging ziemlich schnell kaputt, hatte ich das Gefühl. Aber, naja. So, Reifen. Der hat eigene Reifen. Mac Defense M917 Reifen. Wo sind denn die? Ach, da oben. Bin auch blind. So, 47 Zoll. Ach so, okay. Er kann auch gar nicht größere Reifen haben. Dann ist natürlich die aktive Federung ganz in Ordnung, glaube ich. So, er hat auch MHS, DMHS-Reifen. Ja, da wäre es natürlich dann auch besser, die JAT MHS-4 zu nehmen. Allerdings weiß ich nicht, wie die Mac Defense-Reifen sind. Muss ich nochmal nachgucken. Muss ich mal schauen in meine schlaue Liste. So, Medium-Winde optimiert. Potenzialsperre ist drin. So, Schnorchel. Also, wir haben eine Luftansauggitter. Filter, nicht Gitter. Ah, okay. Und wir haben natürlich den langen Schnorchel. Den nehmen wir. Sieht auch schon wieder ein bisschen modern, sehr modern aus. Ah, na gut, müssen wir mit leben. Aber Schnorchel ist ein, ja, fast schon Muss. Ich würde sagen schon. So, Teleskopkran. Holzauflieger Front. Mal gucken, ob wir Kran und, jawohl, können wir Kran und Holzauffliegerfront gleichzeitig. Das ist natürlich cool. Also Holztransporte
sind schon mal möglich mit dem. Das ist sehr gut. So, Plätschenwagen, Kofferaufbau. Ein Kurzholzaufbau. Nichts für mittelgroße Stämme, okay. Allerdings könnte man ja vielleicht auch einfach noch einen Anhänger ziehen mit mittelgroßen Stämmen. Ich weiß es nicht, muss mal gucken. Plätschenaufbau. Okay, Kraftstofftank, mobile Bühne und so weiter. Yes, ansonsten Sattelkupplung und Auslegerkran in Gelb. Ja, machen wir mal dran. Und Sattelkupplung niedrig. Ja. Dann schauen wir mal weiter. Vorderseite. Flacher Sonnenschutz und dunkler Sonnenschutz geneigt. Die sehen mir auch schon wieder so mega fancy aus. Ich weiß nicht, ob ich einen dran machen soll oder nicht. Ich glaube, wenn, dann den hier. Ist die Wahl zwischen Pest und Cholera, oder? So, erhöhte Warnleuchte. Ah, Reparaturwerkzeug. Das ist sehr cool. Und Dachnebelleuchten. So, Reparaturwerkzeuge machen wir auf jeden Fall. Dachnebelleuchten haben wir theoretisch auch mit dabei, da vorne. Sehr schön. Stoßfänger vorn. Das ist der Standard. Das ist ein Defender. Ah. Verstärkter Stoßdämpfer. Der ist mir zu modern. Der ist auch modern, aber der gefällt mir ein bisschen besser. Den nehmen wir. Obwohl die Scharniere hier da vorne eigentlich auch ganz cool sind. Ah, müssen wir mal gucken. Vielleicht lasse ich den auch einfach auf Standard. Obwohl der so auch nach so einem krassen Zombie-Survival-Truck aussieht. Zombie-Apokalypse-Survival-Truck. So. Dachhörner können wir nicht machen, wenn wir Dachgepäckträger haben anscheinend. Weil dann verschwindet das. Auspuff. So, wo ist er? Da. Einen einzigen Auspuff. Ja, eigentlich gefällt mir der hier eigentlich auch schon ganz gut. Der ist ziemlich lang. Guckt oben cool raus, aber ich glaube, wir machen mal den Hitzeisolierten. Der macht ein bisschen mehr Bling Bling. So, Felgen. Da gibt es eigene Felgen für die Mac Defense Reifen. Okay, okay, okay. So, dann schauen wir mal, wie er denn so aussieht. Guck mal, in quietschgelb. Passend zum Auslegerkran. Ach, guck mal, der hat da vorne, kann man nicht ranzoomen, aber der hat da vorne eine Haubenverzierung. Irgendwie so einen kleinen Wolf oder sowas. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. So. Zuckerwatte, würde ich sagen. Uiuiui. Und mit dem Gelb ist es auch ein bisschen, ja, ist ein bisschen zu hell, das Gelb, aber eigentlich auch ganz gut passend zum Auslegerkran. Ihr werdet mich hassen, aber wahrscheinlich werde ich das nehmen. Ah, das sieht auch ziemlich cool aus. Oh, ich mag auch, dass vorne dieses Mac dann in Blau gehalten ist. Das ist cool. Das gefällt mir. Blau ist auch nicht schlecht. Das Weiß, das gefällt mir. Ach, Grün. Grün-Gelb ist halt auch echt cool. Gefällt mir auch gut, aber ey. It is what it is. So, Wackelkopffigur machen wir natürlich hier. Das Hawaii-Mädchen. Vorhänge machen wir keine. Aufkleber. Oha, hier ist noch so ein. Aha. Muss ich nochmal gucken irgendwann. Außenaufkleber. Ja, die Standarddinger. Obwohl, achso, das ist auf dem Dach. Ja, okay. Ja, ist egal. Mach ich irgendwann anders. Genau. König Bulldogge ist das. Okay, okay, okay. Da. Sehr cool. Sieht doch so ein bisschen aus, als ob die so eine Brille auf hätte oder sowas. Ich weiß nicht. Aber ziemlich cool. Gefällt mir. Yes. Da ist er. Der Mac. In wunderschönen Zuckerwattenfarben. Sehr schön. Und man kann sogar Warnleuchten aktivieren. Ihr
noch was Schönes kommentieren. Und yes, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, Kommentar und ein Abo. Und ja, schreibt mir was zum Mac, wie ihr den findet. Ich finde ihn bis jetzt ganz cool. Mit Leistungsgewicht S. Bisschen höher gelegt. Ich glaube, dann können wir vielleicht doch die aktive Federung nehmen. Ist vielleicht ganz cool. Machen wir, glaube ich, mal. Und ansonsten, ja, den werde ich auf jeden Fall austesten in den nächsten paar Folgen. Yes. Also bis zum nächsten Mal.